Kapitel 7 Kontakte Aufgaben 1, B und C 1 Hallo. Hey. Wohnst du hier? Ja, ich bin neu. Ich habe eine Wohnung im 4. Stock. Übrigens, ich heiße Annika Lindström. Ich bin Lukas. Ich wohne auch hier, gleich im Erdgeschoss. Was machst du in Köln? Ich arbeite bei Köhne und Mann. Ich bin Praktikantin. Ach so. Wie lange bleibst du hier? Ein ganzes Jahr. Vielleicht bleibe ich... 2. Annika Lindström, kommst du bitte kurz zu mir? Ja. Was gibt's? Bist du heute zum ersten Mal hier? Ja. Ich brauche noch deine persönlichen Daten. Wo wohnst du denn? In der Lauterbachstraße 17. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer? Moment, also die Nummer ist 0153 619 44564. Und deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail ist annika.f.lindström@yahoo.se. Danke, Annika. Das ist ja komisch. Das steht doch alles in der Anmeldung. Die haben doch meine Daten. 3. Guten Tag, ich bin neu in Köln. Tag, Sie wollen sich anmelden? Haben Sie die Formulare dabei und Ihren Pass? Das Anmeldeformular? Ja, das habe ich. Hier, bitte. Also, Frau Annika Lindström, geboren am 27. Oktober 1984. Ja, das ist richtig. Aufgabe 3b. Ja, bitte. Hallo, kann ich bitte mit Frau Schneider sprechen? Frau Schneider? Hier gibt es keine Frau Schneider. Das ist aber komisch. Ich bin neu hier und habe einen Brief von Frau Schneider bekommen. Ja, Claudia Schneider. Ah, Sie sind Frau Lindström, die neue Mitarbeiterin. Eine Frau Claudia Schneider gibt es hier wirklich nicht. Oh, was? Aber einen Herrn Claudio Schneider. Oh nein, wie peinlich. Da habe ich... Kein Problem. Ich kann meine Schrift manchmal selber nicht lesen. Das tut mir wirklich leid. Nein, nein, das macht doch nichts. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Also, ich möchte gerne... Aufgabe 3c. Also, vielen Dank für Ihre Infos. Aber ich habe doch noch ein paar Fragen, Herr Schneider. Haben Sie Zeit? Ja, natürlich. Aber wir können uns gern duzen, Claudio. Sehr gern. Ich heiße Annika. Also, Annika, wie kann ich helfen? Ich war schon in der Personalabteilung. Wann soll ich denn, Moment, zu, Herrn Kramer? Jetzt ist es, ja, 9.50 Uhr. Dann geh doch um 10 Uhr zu Herrn Kramer. Ich rufe ihn gleich an. Und am Empfang, wann soll ich da sein? Für deine Karte, also die Karte kannst du jederzeit dort abholen. Aber Herr Schwarze hat um 11 Uhr Zeit. Er zeigt dir dann die Funktionen. Also um 11. Super. Ach, und noch eine Frage. Wir haben doch zusammen noch ein Meeting. Ja, genau. Das ist um 11.30 Uhr mit den Mitarbeitern von der Agentur Reklame in Zimmer 309. Die Präsentation dauert so eine Stunde, denke ich. Sehr interessant. Da habe ich ja schon ein volles Programm. Ich habe noch einen Termin für dich. Um 1 Uhr gehen einige Kollegen und ich zum Mittagessen. Möchtest du nicht mitkommen? Sehr gern. Wohin geht ihr denn? In eine Pizzeria. Sie ist ganz nah.
Danke, Claudio. Jetzt muss ich gleich zu Herrn Kramer. Wir sehen uns dann um 11.30 Uhr. Genau, um 11:30 in Zimmer 309. Bis gleich. Tschüss. Und danke nochmals. Aufgabe 5a und c. Einen Moment bitte, Frau Schmidt. Bleiben Sie bitte dran. Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte helfen? Ich möchte die Kundin mit Frau Dr. Wimmer verbinden. Sie müssen zuerst die Taste R drücken. Dann wählen Sie die Nummer von Frau Dr. Wimmer 220 und sprechen mit ihr. Dann legen Sie auf. Die Kundin kann direkt mit Frau Dr. Wimmer sprechen. Ach so, danke. Frau Schmidt, ich verbinde Sie mit Frau Dr. Wimmer. Aufgabe 7a. Weg. Fertig. Du gehst. Idee. Schnell. Berg. See. Ledig. Ihr seht. Ihr lest. Sehr. Herr. Meer. Du stehst. Tee. Aufgabe 7c. 1. Der Termin um 11 war sehr wichtig. 2. Der Chef geht zum Essen in die Kantine. 3. Nach dem Essen trinkt Herr Lehmann schnell einen Tee. Aufgabe 14a. 1. Herein. Guten Morgen. Morgen. Zwei. Hier können Sie sich umziehen. Drei. Hallo, ich bin Milan Petric. Vier. Zum Wohl. Zum Wohl. Aufgabe 14c. 1. Morgen, Chef. Der neue Mechaniker ist da. Guten Morgen, Herr Lenz. Guten Morgen. Danke. Genau, heute ist ja Ihr erster Arbeitstag, Herr Thaler. Wie geht's? Danke, gut. Ich zeige Ihnen gleich die Firma. Das ist ja schön. Hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. Danke. Das gebe ich meiner Frau, die macht den Papierkram. Kommen Sie. Mhm. Zwei. Wie viele Leute arbeiten in Ihrer Firma? Wir sind ziemlich klein, 9 Leute. Meine Frau und ich machen das Büro und den Verkauf und Herr Petric ist der Meister in der Werkstatt. In der Werkstatt sind also Herr Petric und noch ein Mechaniker und wir haben auch eine Mechanikerin. Und noch 2 Azubis und natürlich Sie. Und Herr Özcan arbeitet im Lager. Sehen Sie, das hier ist die Garderobe. Aha, Sie bekommen von uns auch die Arbeitskleidung. Hier können Sie sich umziehen und duschen. Und da drüben sind die Toiletten. Drei. Herr Petric. Das ist unser neuer Mechaniker, der Herr Thaler. Hallo, ich bin Milan. Und du? Ich heiße Fritz. Wo warst du vorher? In Leipzig. Ich bin schon 12 Jahre Mechaniker. Und ich war in Leipzig 5 Jahre in einer Audi-Werkstatt. Und jetzt wohne ich hier in Dortmund. Aha, ich bin schon immer hier. Also dann,
in die Garderobe und umziehen. Vier. Feierabend. Haben alle etwas zum Trinken? Also dann, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wo warst du vorher? In Leipzig. Und jetzt wohne ich hier in Dortmund. Wie lange schon? 2 Wochen. Und wie lange bist du schon in der Werkstatt? 3 Jahre. Es ist ganz okay da. Der Chef ist nett. Das geht schon.